Mein Name ist Ralf Swirsky, ich bin 49 Jahre alt, wohne seit 1996 hier im Raum Stuttgart und bin seit 2010 Prüfer bei der IHK. Ich kann mir vorstellen, dass die jungen Menschen, die jetzt nach ihrer Ausbildung zur Prüfung kommen, sehr aufgeregt sind. Das merke ich auch teilweise. Davor braucht man eigentlich überhaupt gar keine Angst zu haben, wenn man seinen Stoff beherrscht, gut vorbereitet ist und ich würde mal sagen, auch die Nacht davor gut geschlafen hat, dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Man muss rhetorisch ein bisschen vorbereitet sein, also man sollte auch seinen Stoff kennen und beherrschen und man sollte die gegebene Zeit auch optimal ausnutzen. Die ideale Prüfung läuft so ab: Der Prüfling ist gut vorbereitet, baut seine Präsentationsmedien auf, sei es Beamer, sei es Flipchart, was immer er dafür benötigt, hat die Präsentation auch nochmal im Zweifel, falls die Technik versagt, im Ausdruck dabei und tritt selbstsicher auf. Wie im normalen Geschäftsleben auch, wie man es eigentlich aus dem Büroalltag auch gewohnt ist. Einfach authentisch sein, man selbst, nicht übertrieben, den Leuten in die Augen gucken und so nimmt man dann jeden dann auch in der Präsentation einfach mit und derjenige fühlt sich auch angesprochen und das gibt der Sache auch das nötige Leben. Toi, 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 es klappt.